viele unangenehme Influencer und ich habe mich jetzt eigentlich relativ weit rausgehalten und fand gewisse Dinge sehr, 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 sehr krass, muss ich gestehen. Ich gucke mir jetzt mit dir zusammen das Video von Yvonne Mohlen an. Das heißt, alle kritisieren Anne Wünsche, doch jetzt sie fängt jetzt erst richtig an. Danke, Yvonne, für dieses Meisterwerk des Aufregens wahrscheinlich gleich. Einmal liken und groß machen und dann geht das los für dich und mich. Und ihr kennt das, wir alle sitzen immer ewig vor diesem Telefon und scrollen durch Reels. Das heißt, da werdet ihr auch viel, viel schneller gefunden. Ist ein riesen, riesen Vorteil. Anne Wünsche wirbt hierbei vor allem für neue Creator auf der Plattform. Sie versucht hiermit mehr oder weniger neue Creator zu rekrutieren im Sinne des Anwerbens. Und ich weiß ja nicht, ob das jetzt so eine super Idee ist. Also es gibt jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Wenn man bedenkt, dass viele dort einfach nur das schnelle Geld sehen wollen und sich dann daraufhin anmelden. Willst du also dafür verantwortlich sein, wenn eine Frau das aus der Not heraus macht und dann abrutscht und es ihr schlecht geht? Also ich finde es verantwortungslos, dafür Werbung zu machen und dazu zu animieren. Das sehe ich genauso. Den meisten Menschen sind die ganzen Konsequenzen oder auch Risiken, wenn man diesen Content erstellt, eigentlich gar nicht bewusst. Mädel XY, 19 Jahre, entscheidet sich 2 Jahre OF zu machen, geht ein paar Mal über die Grenzen, ob sie will oder nicht, macht Fotos, Shortclips oder was auch immer man auf OF macht. Und du willst danach studieren und du machst schlimmstenfalls während deinem Studium. Und diese Fotos kommen raus, diese Videos kommen und es wird rauskommen. Was macht das mit dir für das Leben danach? Das muss dir bewusst 100%. Sein. Du bist kein Model. 100%. Du bist kein Creator. Du bist ein Erotikmodel in der Industrie. 100%. Das muss dir bewusst sein, was das für Konsequenzen mit dir zieht. Und ich möchte halt in meinem Video oder wir möchten davor warnen, damit das Mädchen und Frauen nicht passiert, dass sie damit, wie ich, erpresst werden, bedroht werden, vor 5 Jahren mit Geld übelst erpresst, wo ich dachte, das sind meine Brüste, ich lasse mich gar nicht erpressen, weil es ist mein Leben gewesen. Ne? Aber das passiert und du wirst bis zum Sarg, hast du diese Fotos am Hals oder diese Clips am Hals 100%. Oder dieses Image am Hals, wenn das dir klar ist. Sie spittet da Facts. Also da hat sie einfach unfassbar recht. Ne? Das haben wir uns im Stream angeschaut, dass sie vor über 10 Jahren oder vor über 8 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, schon damit aufgehört hat. Aber es gibt immer noch viele Leute, die sie halt immer noch mit diesen, mit irgendwelchen Bildern oder Stories oder was weiß ich was versuchen zu erpressen. Ich habe halt auch schon Geschichten gehört, dass Männer halt schon sehr gerne versuchen halt mit sehr manipulativen Nachrichten halt zum Beispiel an extra Fotos zu kommen. Das passiert halt einfach, ne? Und da geht's ja auch wieder mit rein, wenn du das Ganze aus einer Notsituation machst, dann gehst du natürlich viel eher darauf ein, das Ganze halt zu machen. Also auch hier, wie mit Schönheits-OPs, einfach mal in die Zukunft zu gucken und zu überlegen, wie finde ich das, wenn ich mal Kinder habe? Wie finde ich das, wenn ich vielleicht mal einen Partner habe, der das dann auch nicht so toll findet, weil Leute sind neugierig und schauen nach. Und auch wenn man in dem Moment denkt und sagt, ach, das ist alles easy und kein Problem für mich, dachte ich früher auch. Ja, deswegen sollte man halt einfach wissen, gewisse Dinge, die man tut, verfolgen einen dann vielleicht auch später mal, auch wenn man sich gar nicht mehr damit identifiziert. Auch wenn so. Und vor allem alles, was du tust, bleibt im Netz. Eine Anne sagt, oh ja, ich mache das für die Altersvorsorge meiner Kinder. Nicht böse gemeint, Anne, aber das ist auch eine Schwachsinnsaussage. Ein Argument, um dir selber und auch deiner Community vorzugaukeln, dass es ja etwas Gutes ist, was du machst. Das ist ein Totschlagargument, um selber etwas vorzugaukeln, was aber nicht so ist. Ganz, ganz viele würden gerne gewisse Wege gehen, trauen sich aber nicht, weil sie halt einfach Angst haben vor der Reaktion. Vom Umfeld, von Freunden, Familien, wie gehen die damit um, was ist, wenn die das rausfinden, bla bla bla. Also die redet echt schon viel geistigen Durchfall, Digga. Holy shit. Und da kommen wir nun zum springenden Punkt. Denn was Anne Wünsche uns verschweigt, ist folgendes. Diese Seite hat halt so ein gewisses Affiliate-Programm, wenn ich das so nennen kann. Und wenn man bedenkt, wie sie sich hier extra darstellt, als würde sie diese Seite bewerten, nur... Übrigens, nur mal ganz kurz eingeschmissen, nicht jedes Affiliate-Programm ist das, wie sie das hat. Also ich zum Beispiel benutze auch Affiliate und ich muss niemanden werben. Bei mir sind es halt Firmen, die dahinter stecken. Also sowas wie zum Beispiel Makeup Revolution, die sind zusammen mit der Firma, die die Sachen da macht, Affiliate-Links. Wenn du da bestellst, kriege ich dann halt zum Beispiel eine Provision oder was auch immer. Aber das ist halt eine andere Sache. Du musst da nicht irgendwie dich für irgendwas wo anmelden. Das ist einfach gar nicht der Sache. Bei mir sind es
ich sag mal so, das eine ist so eine Seite, wo du Leute wirbst und das andere ist Shopping-Affiliate. Das muss man auch bitte trennen. Nur zur Liebe für die Community, da wird mir persönlich ziemlich schlecht. Und auch meine Kinder, wenn die irgendwann mal zu mir kommen werden und sagen, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du das machst, werde ich es trotzdem weiterhin machen, um meine Kinder eher dazu zu stärken. Lebe dein Leben. Wenn OnlyFans nur ein kleiner Bestandteil von dem ist, was du beruflich machst und deine Kinder bitten dich vom Herzen, dass du damit aufhörst und du sagst, das würde ich nicht machen für euch, Bro. Wo ist dein Herz für deine Kinder? Das ist schon sehr traurig. Das, was Anne Wünsche hier macht, wirkt mir persönlich komplett nach Manipulieren. Sie tut so, als würde sie einfach nur aus Liebe zur Community diese Seite vorstellen, weil die Leute ja danach gefragt haben. Sie schreibt dazu noch rein, dass das Ganze unbezahlt ist und feiert sich noch selbst für ihre Freundlichkeit. Und dann bekommt man mit einer Suche raus, dass sie von angeworbenen Nutzern potenziell richtig gut Geld bekommen kann. Also wie gesagt, bei meinen Affiliate-Dingern, wenn ich die unten in die Dings packe, dann ist das kein Grund, sich irgendwo anzumelden oder was auch immer. Das heißt, nur wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, guck mal, dein Lidschatten ist voll geil, den will ich mir nachkaufen, dann ist das quasi dein Link, wo du den kaufen kannst. Du kaufst den ganz normal. Ich habe damit eigentlich nichts zu tun, außer dass ich dir den Link bereitet habe und von deinem Einkauf tatsächlich eine kleine ein kleines Goodie bekomme. Ich habe dir jetzt auch übrigens mal in der Beschreibung meine Make-up-Produkte beschrieben, die ich hier für diesen Look benutzt habe. Sind auch Affiliate-Links dabei. Wie gesagt, du musst da nirgendwo einschließen, dir ein Abo machen oder was auch immer. Du kaufst darüber einfach, ich kriege ein bisschen Provision, du zahlst nichts extra und gut. Und ich finde, wenn man ein vernünftiges Affiliate-Programm hat, ist das auch gar nicht so schlimm, da zu werben und vor allem das offen zu legen, dass man eben von dem, was du jetzt quasi ausgibst, dass man von dem Geld kriegt. Kommt jetzt am Ende raus, dass durch den Link, den Leute benutzen und sich dann da anmelden und dann irgendwelche Umsätze machen oder so, dass dann Anne Wünsche daran beteiligt wird? Das Referral-System geht jedoch noch weiter. Bringst du einen neuen Subscriber auf die Plattform, bekommst du 30% seiner Ausgaben bei jedem Kauf. Wenn oh mein Gott! Das ist wirklich so Multilevel-Marketing, ne? Sollte der... Ich hab's nicht gesagt. Ich möchte das nur betonen, dass ich das nicht gesagt habe. Der gleiche Fan bei anderen Creatoren Geld ausgeben, erhältst du auch davon 30% der Einnahmen. Ich will... Ist bei meinen Affiliate-Links nicht so. Nicht sagen, krass, dass es aussieht wie so eine Art Schneeballsystem oder Pyramidensystem, aber irgendwie gibt mir das schon ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ja, das ist wirklich, Es ist also ein ganz, ganz, ganz starker Anreiz dafür, möglichst viele Leute dazu zu bringen, sich da anzumelden und da irgendwie Content zu machen. Um das ganz klar zu machen, hier geht es nicht um normale Affiliate-Links, so. Ich sag ja, Rezo weiß, von was ich rede. Ne? Sondern hier geht es wirklich um mehr als das. Ist das die feine englische Art, wie man mit 1,1 Millionen Followern auf Instagram umgeht? Ich weiß ja nicht. Also wenn man an dem Punkt ist, dass man im Jahr siebenstellig mit alleine dieser einen Plattform macht, dann muss man doch nicht die eigene Followerschaft dahin bringen, spicy Content zu machen, damit man daran dann selbst mitverdient. Dann finde ich es halt irgendwo sehr dreist, dass man sich hinstellt und sagt so, yo, ich bekomme kein Geld dafür, das ist überhaupt nicht Dings, das ist, ja klar, es ist Werbung, aber das ist nur aus Empfehlung und ich habe nichts davon und sowas. Und als sie nun von Yvonne Muhlen und Co. für diese Werbung berechtigt kritisiert wurde. Ich finde auch, das ist sehr zu Recht, das zu kritisieren. Finde ich auch und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was Yvonne noch in 31 Minuten erzählen möchte. Und ich bin so gespannt, weil ich möchte, dass meine Community das bitte nicht nachmacht. Das wäre sehr freundlich, wenn du das nicht machst. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Wie ihr gerade schon gesehen habt, eine kleine Zusammenfassung von all dem, was die letzten 14 Tage im Netz zum Thema Anne Wünsche passiert ist. Ich persönlich bin unfassbar froh, dass meine Videos dazu angeregt haben, dass andere auch darüber berichten, weil ich bin dann doch im Gegensatz zu denen, die wir eingeblendet haben in der Zusammenfassung, dann doch noch relativ klein auf YouTube. Ich bin unfassbar Saschka dankbar, denn ohne Saschka
Sascha hätte das wahrscheinlich auch gar nicht so den Lauf genommen und weil es einfach unfassbar wichtig ist. Ja? Ich muss dazu sagen, vorweg, bevor wir hier weitermachen, 2-3 Dinge. Ich habe 2-3 Kommentare gesehen, die wurden mir zugeschickt als Screenshot in puncto meiner Person von den Zuschauern, dass ich ja so einen Männerhass haben muss, weil mir so Schlimmes widerfahren ist und ich deswegen da so drüber berichte. Das sind aber die, die ja nicht meine ganze Geschichte kennen, die meinen Kanal nicht kennen oder ja, die Videos komplett angeschaut haben und nicht nur das von Sascha und mir. Denn gerade ich berichte ja nicht positiv drüber, weil ich persönlich ja nur Positives erfahren habe und / die negativen Dinge psychisch sehr gut verpacken konnte. Ich habe aber kein Männerhass oder sonstiges, ganz im Gegenteil, ja, ich bin glücklich verheiratet und viele sagen ja auch immer, was Trash-TV angeht, mein Hund hier, dass ich ja teilweise sogar sehr zu streng mit den Frauen umgehe und so weiter. Also, ne? Also wenn er auf Trash-TV steht, Yvonne folgen, ich möchte noch kurz hinzufügen, dass das Originalvideo in der Beschreibung verlinkt ist und du es liken solltest, auf jeden Fall gib ihr einen Kommentar, auch ein Abo und wie gesagt, wenn du auf Trash-TV stehst, Yvonne ist deine Frau. Das möchte ich bitte, dass das wirklich ausgeklammert ist, dass das, was ich davon erzähle, dass das Erfahrungen sind, die ich im Laufe des Nachtlebens hatte, über 10 Jahre circa, was meine Kolleginnen, Freundinnen angeht, das, was ich gesehen habe, das, was ich auch selber erfahren habe, aber ich Gott sei Dank gut verpacken konnte und ich deswegen aber vor den Gefahren ja, warnen wollte, für die Frauen, die es nicht gut verpacken können, die abrutschen oder die dort landen, wo einige meiner Kolleginnen gelandet sind. Ich hoffe, damit konnte ich es nochmal aufklären. Ich liebe die Männerwelt, wir brauchen die Männerwelt. Oh, verliebt! Genau, wie ich die Frauenwelt liebe, wir brauchen Frauen und Männer, wir brauchen alle. Und ich habe weder auf einen Mann noch auf eine Frau ein ungutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl oder sonstiges. Nur, damit wir das hier schon mal nochmal geklärt haben. Ja, dazu wollte ich Stellung nehmen. Ja, was ist denn noch alles passiert? Hat denn überhaupt Anne Wünsche auf all das mit irgendwie sachlichen Argumenten geantwortet? Hat sie vielleicht einiges eingesehen? Hat sie vielleicht einiges anders jetzt gemacht? Was ist da eigentlich? Ich glaube, jetzt kommt, ich vermute es, es könnte jetzt sehr interessant werden für Leute, die das nicht wissen und die schon mal auf solche Sachen reingefallen sind. Lass dich nicht reinziehen. Beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich persönlich muss gestehen, das, was ich jetzt schon gesehen habe von Anne Wünsche, beziehungsweise von dem, was passiert ist in der Zwischenzeit, war sprachlos. Einfach direkt sprachlos. Wirklich los. Wie hat sich jetzt Anne Wünsche... Aber nicht positiv. Wünsche dementsprechend verhalten. Und das gucken wir uns doch mal kurz an, nicht wahr, Freunde der Nacht? Und damit herzlich willkommen zu Anne Wünsche mit dem Umgang der unfassbaren sachlichen Kritik. Kritik. Naja, ist auch schon der Wurm drin. Sprachen lernen, Bubble. Anne Wünsche hat eine ausführliche Story hochgeladen. Sie hat Reels hochgeladen und hat dementsprechend auf uns alle geantwortet. Und welchen Weg sie danach eingeschlagen hat, nach all dieser wirklich berechtigten Kritik, ja, das schauen wir mal kurz rein, oder? Das schauen wir mal, ob da irgendwas angekommen ist. Hold your horses. So viele Menschen gibt, die einfach unglücklich im Job sind, die gerne etwas verändern möchten, aber nicht wissen, wie oder nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder sich einfach nicht trauen, gewisse Wege zu gehen. Ich finde das wirklich, ich weiß nicht, mich zieht das irgendwie so ein bisschen runter, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man so glücklich ist, wenn man morgens aufsteht und überlegt, ob man sich krank schreiben lässt oder... Da macht sich Anne Wünsche wirklich Sorgen um uns alle, Freunde der Nacht. War das nicht eigentlich so, dass sie sich eher um sich selbst Sorgen gemacht hat und gesagt hat, dass sie das Einzige ist, was sie interessiert? Nee, Freunde, Achtung, sie macht sich wirklich Gedanken um uns alle. Also das tut ihr im Herzen weh, dass da draußen welche sind, denen es nicht so gut geht mit ihrem Job. Aber warum denn? Worauf will sie eigentlich hinaus? Sich 1000-mal irgendwie motivieren muss und den Wecker immer auf Schlummern drückt und jede Minute auf die Uhr guckt, wann endlich wieder Feierabend ist. Mensch, das kann sie sich nicht vorstellen. Wir tun ihr total leid. Es ist total grauenhaft. Wie lange noch bis zum Wochenende? Wie lange bis Feierabend? Wie lange bis zum nächsten Urlaub?
ist nicht schön. Was ich auch ganz, ganz schlimm finde, ist ja halt wirklich, dass Kinder oder Jugendliche, für mich sind es noch Kinder, damals habe ich mich als kleinen Erwachsenen gesehen, aber mit 18, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind noch Kinder, wir haben noch keine Ahnung vom Leben und wir müssen sofort irgendwie eine Ausbildung machen. Der ganze Umfeld, so war es zumindest bei mir, ich musste Bewerbungen schreiben, egal. Warum das wohl so ist, dass man eine Ausbildung machen soll oder dass man studieren soll, dass man was in der Hand hat, ein Papier, einen Abschluss. Warum ist das eigentlich so? Ich habe keine Ahnung. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Anne, bewirb dich. Anne, tu was. Ich wusste mit 18 noch nicht mal, was ich werden möchte. Was mir liegt oder wo ich hin möchte beruflich. Mit 18. Ja. Also mit 18 hätte ich zum Beispiel nicht vermutet, dass ich irgendwo mal hier sitze vor YouTube mit 8 und geschminkt bin. Ja, ich kann Anne ein kleines bisschen verstehen. Mit 18 war ich um Weitens nicht so reif. Mit 18 wollte ich noch zum Radio gehen. Ich wollte weiter Fußball spielen. Ich wollte heiraten, Kinder kriegen und so weiter. Ich bin weit über die 18 hinüber. Ich will keine Kinder mehr. Ich finde Kinder sind für jeden, der sie haben möchte, wundervoll. Aber für mich kommt sowas gar nicht in Frage. Ich war nie beim Radio, deswegen sitze ich jetzt auch wahrscheinlich so merkwürdig hier. Ich kümmere mich um meine Eltern, helfe denen im Alltag, weil sie halt älter sind und weil sie auch gewisse Krankheiten haben, bei denen man solche Sachen macht. Ich habe halt keinen Ehemann. Ist auch nicht so schlimm. Kann man auch ohne. Und ich spreche in eine Kamera. Ja, dann wird man mit 32 Darstellerin und animiert andere, dass die Schule eigentlich völlig überbewertet ist und Studium sowieso und Ausbilden, da weiß man ja gar nicht, was man machen will. Also, dann animiert man doch eher Anne, Miert, passt ja, doch eher junge Frauen und Mädchen sich auszuziehen für Geld, oder? Oder ist es heute, geht's um was anderes? Ich habe keine Ahnung vom Leben und soll wissen, was ich ein Leben lang gerne arbeiten möchte. Und dann schreibst du irgendwelche Bewerbungen, machst eine Ausbildung, weil du eine Ausbildung brauchst, weil alle dir das so sagen. Ja, okay, aber warum sagen die das denn alle so? Liegt das vielleicht daran, dass das dann dein Bildungsgrad anders ist und du dadurch einen Job bekommst, auch nicht in dem Ausbildungsberuf, den du vielleicht gemacht hast, sondern in einem anderen? Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass... Und zumal, du kannst ja, wenn du merkst, so nach deiner Ausbildung, das ist scheiße, das findest du nicht gut, kannst du doch in einen anderen Beruf gehen, kannst noch eine neue Ausbildung machen. Es gibt Leute, die machen kurz vor der Rente noch ein Studium. Die Chance ist doch da. Hauptsache, du hast erstmal irgendwas in der Hand. Dass dann auch Umschulungen oder Studien, dass deine Berufsausbildung, dass die anerkannt wird, falls du dich entscheidest, dann doch zu studieren später? Oder woran liegt das eigentlich, dass man eine Ausbildung machen soll? Ich weiß nicht. Du bist dann unglücklich im Job, aber jetzt hast du nun mal die Ausbildung, jetzt ist es vielleicht zu spät, um eine neue anzufangen. Ja, genau. Jetzt hast du die Ausbildung gemacht, du hast mit 16, 17 bist in die Ausbildung rein, bist dann fertig mit 20, hast dann gemerkt, es liegt dir doch nicht, es ist doch nicht deins, jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du die restlichen 40 Jahre deines Lebens in dieser Ausbildung sein, oder? Ja, oder? Oder? Ist das nicht so? Nee. Du bist in einem Job drin, der dir eigentlich gar nicht gefällt, der einfach keinen Spaß macht. Du bist dann irgendwann als erwachsene Person einfach in diesem Job gefangen und irgendwann weißt du... Naja, nee, klar, du bist dann halt total gefangen. Also es geht halt nicht mehr, dass man dann sich umorientiert, umschult, dass man einen zweiten Job parallel macht, dass man erstmal halt seine Existenz sichert. Nee, das ist ja damit gar nicht gemeint, dass man vielleicht erstmal eine Ausbildung oder ein Studium machen sollte, die Existenz sichern. Nee, das kann aber nicht gemeint sein. Mm-mm. Ja, was deine niemals Fähigkeiten sind, was du wirklich gerne machen wollen würdest. Und dann hast du halt eine Ausbildung gemacht, hast einen festen Job und weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. So. Nee, genau. Man ist dann einfach schon tot mit 20, 25. Man ist auch schon tot mit 40, wenn man dann merkt, ach, jetzt habe ich 30 Jahre in einem Job gearbeitet, jetzt mache ich was anderes. Das geht halt nicht so einfach, ne? Oder? Oder geht das? Oder wenn du halt wirklich in eine Extremstform kommst, wie ich zum Beispiel das Ganze mache und ich mir sage, ey, komm, mach das so, geh über andere Wege. Warum ist das so kompliziert? Es gibt da so ein Ding, das nennt sich Kündigung. Das einfach? Bin mir da nicht sicher.
Ich finde das total traurig und ich finde das auch ganz schlimm. Und das ist auch eine Sache, wo ich definitiv meinen Kindern Zeit geben möchte. Ich möchte nicht diesen Druck aufbauen, mach eine Ausbildung, sondern... Nee, sondern zieh dich aus für Geld oder bewirb mein Affiliate-Marketing. Oder wozu dient diese Story hier eigentlich? Such erstmal nach deinen Talenten und geh danach. Und dann wirst du auch wissen, was du später vielleicht liebst. Ich komme jetzt nochmal auf meinen Partner. Also, mit 18, ich versuche mich zurückzuerinnern, mit 18 habe ich meinen Schulabschluss gemacht. Und nach meinen Talenten, die ich dachte, also wenn sie meint, dass man mit 18 weiß, was man für Talente hat, ist, also, wie erzähle ich das jetzt, ohne dass es bescheuert klingt? Mit 18 dachte ich, mein Talent ist es labern, könnte es sein, das sehen wir hier gerade, ob das funktioniert oder nicht, ob ich ein verkapptes Talent habe, was ich einfach ignoriert habe jahrelang. Und Fußball spielen. Das dachte ich war mein Talent. Das ist absoluter Bullshit. Denn Fußball spielen waren 2 Jahre später komplett vorbei. Konnte ich nicht mehr. Ich war so kaputt. Meine Füße, meine Knie, meine ganzen Beine waren einfach im Eimer. Und da war nichts mit Karriere machen und solche Sachen. Das ging einfach nicht, weil ich eben nicht die Kapazität meiner Beine hatte. Dann habe ich mich nicht richtig darauf fokussiert, weil ich zu dem Zeitpunkt verliebt AF war. Ja, das kam auch noch dazu, dass ich dann auch viel schleifen lassen habe, weil ich einfach gedacht habe, so, vielleicht wirst du ja bald heiraten. Fun Fact, habe ich nicht. Aber ne, das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die man dann hat. Und jetzt weiß ich mittlerweile, dass ich sehr kreativ bin. Also ich bin fast 40. Ich weiß, dass ich ein super kreativer Mensch bin. Ich weiß, dass ich, wenn ich was anfasse, dass ich es zu Ende machen kann. Ich kann mich fokussieren. Ich weiß, wie gesagt, was sie meint mit, das suche deine Talente. Aber du findest deine Talente dein ganzes Leben lang. Du hast nicht mit, wenn du sagst, ey, mach mal keine Ausbildung, such deine Talente. Und sie ist jetzt, keine Ahnung, mit 22 dann noch arbeitslos und sucht einfach immer, sucht dann die richtige Ausbildung oder was auch immer oder sucht ihre Talente. Es kann sein, dass sie die erst findet, wenn sie 50, 60 ist. Es gibt so viele Leute, die finden es super, super spät, Talente. Da bringt dir das nichts. Geh mach was immer dir, ne, als Ausbildung, mach von mir aus irgendeine Standardausbildung. Studier irgendeinen Standard, also BWL sagt man immer, das ist so ein Standardstudium. Wenn du nicht weißt, was du werden willst, mach einfach BWL. Mach das zur Not. Mach deine Ausbildung in als Kaufmann. Ey, ne, liebe Kaufleute, ihr seid geil. Ihr macht das gut. Aber es wird ja immer so abgetan als Standard. Bitte mach das irgendwo. Wenn es erstmal nur für 3-4 Jahre ist, dass du das durchziehst und dann merkst, scheiße, ich werde doch Kosmetikerin, weil das ist geil, dann machst du halt die zweite Ausbildung und machst das, wirst Kosmetiker. Partnerprogramm zu sprechen, weil es... Ah! Ah! Obacht! Der Partnerprogramm! Ach nein! Doch! Oh. Was ist denn jetzt das neue Partnerprogramm, nachdem wir angepriesen haben und es dezent verheimlicht haben, dass wir uns hier dran noch eine goldene Nase mitverdienen, wenn einer seine Muschel freiwillig zeigt und der andere meint, ich kaufe Bilder von der Muschel und von der, dass die Anne da mitkassiert hat, was sie unter Teppich gegärt hat. Das haben wir auch ignoriert und dazu nehmen wir auch öffentlich keine Stellung, wie wir ja festgestellt haben. Worum geht's jetzt hier? Bitte? Etwas ist, was ich selber aufgebaut habe, weil ich selber weiß, dass Affiliate-Marketing funktioniert. Das heißt, du hast es selber aufgebaut. Affiliate Marketing. Okay. Was verkaufst du denn da so? Empfehlung bekommt man Provision, wenn die Empfehlung erfolgreich war. Und ich einfach vielen Familien auch helfen kann, sich vielleicht finanziell etwas zurückzulegen oder sich vielleicht mal einen Urlaub zu leisten. Okay, also das. Hat sie gerade Familien gesagt? Okay. Freut sie, wenn sie Familien helfen kann, sich finanziell was zurückzulegen oder dass sie sich im Halbwert was leisten können mit Affiliate-Marketing ihres Programmes? Ja, dafür ist das Partnerprogramm da und natürlich, um Mina größer zu machen. Das ist so eine Win-Win-Situation für Firmen. Ah! Ha! Warte mal, Win-Win-Situation für Firmen und? Und für die Partner. Ah,
Diese Win-Win-Situation, da dämmert es mir doch. Das war doch auch so die Win-Win-Situation, zieh dich aus für Geld, da hast du was für dich und du machst die Männer glücklich. Mhm. Das war doch so, oder? Win-Win-Situation, Zitat Anne Wünsche. Bevor es in diesem Video aber weitergeht, möchte ich euch wieder ganz dringend an CyberGhost erinnern. CyberGhost, ihr wisst, achtet auf euch. Und jetzt ist es eine Win-Win-Situation, wenn du 20% eines Produktes bekommst, wo du Anne Wünsche ein bisschen reicher wieder machst und selber happy mit dem Produkt bist, oder? Was meint ihr hier? Erfahrt ihr wirklich auf dieser Seite, schaut euch die ganzen Reels an, schaut euch die Highlights an, da findet ihr wirklich alles, was wichtig ist, auch wie man sich anmeldet und so weiter. Und das Prinzip ist eigentlich total einfach. Wenn du ein Produkt toll findest, dann stell es vor auf Social Media, bei deinen Freunden, in der Schule, in der Kita, in Sportvereine, whatever, lege Flyer aus, es gibt zahlreiche Varianten. Ja, leg mal Flyer aus mit Produkten. In der Kita? Von Anne Wünsche. Die Produkte gucken wir uns gleich an, welche Flyer wir da auslegen könnten, okay. Rein theoretisch. In der Kita, im Sportverein oder in der Schule. Die Produkte gucken wir uns gleich an, ob wir die Flyer dafür auslegen. Ich bin skeptischer, als die Kita gesagt hat. Wenn jemand dann über deinen Link bestellt, bekommst du 20% von der Bestellung an Provision gutgeschrieben. Bei mir brauchst du kein Startkapital. Du kannst direkt loslegen. Du musst 0 Euro dafür ausgeben. Ja, das kannst du auch bei Amazon Affiliate, mhm. Ja? Das habe ich auch, ne? Das haben fast alle YouTuber, Streamer und so. Ich habe es übrigens nicht. Ich habe aber anderes Affiliate und bin damit zufrieden. Aber das da? Nope. Affiliate-Partner.com von Amazon. Die Produkte sind wirklich toll, die wir benutzen, den linken wir unten rein und wir bekommen eine Prozentzahl Provision. Also das sind aber auch richtig gute Produkte, die wirklich ja querbeet sind und da brauchst du auch kein Startkapital. Das brauchst du bei keinem Affiliate-Marketing-Blödsinn, außer bei Multilevel-Marketing, so kommt drauf an. Nee, aber okay, aber bei Anne Wünsche, nein, da brauchst du kein Startkapital, gar nichts. Du musst nur die Scheiße einfach anwerben. Aber um was geht's denn jetzt hier? Im Partnerprogramm ist es ja so, dass du erstmal ein Abo abschließen musst, dass du Produkte kaufen musst, bevor du loslegen kannst. Bei mir ist es wirklich überhaupt keine Pflicht. Du kannst direkt starten, ob du eine Reichweite auf Social Media hast, ob du keine Reichweite hast. Du kannst von überall aus arbeiten. Wichtig ist halt wirklich, dass du am Ball bleibst, dass du dran bleibst und ja. Ja, und... All das klingt so unangenehm in meinen Ohren. Das klingt sehr unangenehm. Annes Wünsche Produkte an den Mann oder ans Kind bringst. Hm? Mhm. Das ist das Allerwichtigste, das Dranbleiben und nicht aufgeben. Das Ding ist, ich bin ja selber Mutter. Bleib dran und gib nicht auf. Vielleicht wird das Video noch besser, was sie macht. Oh Gott. 3 Kindern. Schade eigentlich. Und ich habe mir das alles so aufgebaut, dass ich wirklich von zu Hause aus arbeiten kann. Und auch das war ein riesenlanger Kampf. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie oft man einfach mit den Nerven am Ende ist, wie oft man nicht mehr kann, wie oft man wirklich heulend am Boden liegt. Aber ja, wenn ich mich... Ich kriege auch immer solche Nachrichten bei Instagram. Komm in meine Gruppe, du musst doch nichts machen. Und wenn du dann sagst, ich will nichts mit deinem Business zu tun haben. Was bist denn du so knatzig? Komm doch in meine Gruppe. Nee, was machst du denn gerade beruflich? Und wenn du dann sagst, ja Leute, ich will damit nichts zu tun haben. Ja, dann bist du arbeitslos. Du kannst das auch von zu Hause. Wenn deine Kinder, ich denke mir immer so, Leute, was ist los? Und dann block ich die. Weil die einfach sehr penetrant sind. 32 da noch so darauf angewiesen bin, meine junge Community zu überreden, sich auszuziehen und Multilevel-Marketing zu verheimlichen und unterzujubeln, ja, dann ist es klar, dass ich auch keinen Bock hätte und ich bin total fertig und all das. Aber war das nicht eben so, dass Anne Wünsche gesagt hat, dass sie total glücklich ist in ihrem Job und dass wir ihr leid tun, dass wir so ein Leben führen, wo wir auch mal keinen Bock haben auf die Arbeit und so weiter. Aber was hat denn jetzt Anne Wünsche hier eigentlich gerade gesagt? Also sie hat auch Probleme gehabt da und ja... Oh, ist das echt so? Ist das in meinem Job normal, dass man mal diese Phasen hat? Nein, ich dachte, das ist völlig abnormal. Fakt ist, du darfst nicht aufgeben. Wenn du wirklich irgendetwas erreichen möchtest, vor allem berufliche Ziele hast, finanziell einfach eine Veränderung haben möchtest, dann darfst du definitiv die Schulausbildung komplett eigentlich, dann ist die Ausbildung auch völlig überbewertet und das Studium sowieso, das ist eigentlich alles völlig überbewertet. Aber... Du darfst nicht aufgeben. Musst du dranbleiben. Und das Ding ist,
Das können die wenigsten, weil wenn es nämlich wirklich so einfach wäre, würden alle irgendwie selbstständig werden. Dann wären nee, wenn das wirklich so einfach wäre, dann würden alle irgendwie studieren, nicht wahr, Anne Wünsche? Irgendwie finanziell erfolgreich. Ist es aber nicht, weil es einfach ein harter... Ich bin einfach nur sprachlos. Ich habe zwar gerade ein kleines technisches Problem gehabt, zusätzlich musste das kurz beheben, aber... Wow. Also, okay, in deinem festen Job, wenn du... Du bist Krankenschwester. Ich gehe davon aus, du bist jetzt gerade Krankenschwester. Du guckst mir zu, du bist eine Krankenschwester und du bist unzufrieden mit deinem Job. Du sagst, ich arbeite zu viel, ich ballab zwar dran am Ball und so weiter und so fort. Ich bin hart motiviert, ich will den Leuten helfen, ich muss das tun. Aber nein, das ist nicht genug. Du kannst das nicht selber hinstellen. Nein, dieser Job ist schlecht. Warte, du willst aber auf dieser Seite das Ganze machen? Arbeite hart, bleib dran, gib nicht auf. Was habe ich zwischenzeitlich verpasst? Ich habe doch nur ganz kurz 3-4 Button schieben müssen, um ein technisches Problem zu beheben. Und in dem Moment ist der normale Job, den du hast, also zum Beispiel die Krankenschwester, nicht mehr in Ordnung. Aber dann irgendwelche Affiliate-Geschichten zu machen, ist super. Du kannst doch auch sagen, okay, ja, ich arbeite da hart, ich arbeite mich höher und noch höher und noch höher und bin Stationsleitung und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hoch so das geht. Stationsleitung, wahrscheinlich Krankenhausleitung, keine Ahnung. Du arbeitest dich hoch, du machst das und dann ist es immer und immer und immer besser. Du kriegst das hin, dann kriegst du vielleicht, du wechselst vielleicht den Arbeitsplatz, weil du, keine Ahnung, von Hannover nach Kasematuckel am Rhein ziehst und wirst dann da halt nochmal höher und wo war der Punkt, den ich gerade wirklich während meines technischen Problems war, dass das auf einmal, dass das ein normaler Job, also ein 40-Stunden-Job etwas Böses ist? Also sie sagt ja, sie hat ja, also ich will ja das nicht in den Mund legen, weil das wäre Blödsinn, aber es klingt halt. Es schwingt so nach für mich. Ich weiß nicht warum, aber es schwingt halt so ein Bäh, macht das nicht nach, aber ey, mein Affiliate, ey. Ich glaube wirklich, ich muss mein technisches Problem teilweise ein bisschen beheben, weil schon kritisch die Nummer. Und jetzt geht es immer noch nicht. Meine Maus. Also, ich sage ja, mein technisches Problem ist jetzt meine Maus. Ich freue mich. Weg ist. Aber wenn du das weißt und durchziehst und... Nee, Anne, wenn du zur Schule gehst, einen super Job erlernst oder studierst, dann ist das Ganze normal hart, aber nicht so, wie du es beschreibst. Und dann kannst du auch finanziell unabhängig werden. Wir brauchen nicht deinen Schrott mit 20% zu ver... Es ist doch aber so, dass auch so ein Studium hart ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es von hinten nach vorne nicht, was sie sagt. Verscherbeln, um finanziell unabhängig und erfolgreich zu sein, Anne, oder? Aber warum... Ja, und kommen wir doch mal dazu. Stell mal vor, jeder würde jetzt... also Yvonne und ich, wir würden beide eine Make-up-Linie rausbringen. Einfach Yvonne, ne? Du hast übrigens tolles Make-up, muss ich gestehen. Stellt euch das mal vor. So bildlich, so wunderschön. Wir machen beide Werbung für unsere Linien. Dann kommen meine Nachbarn, die machen eine Linie, die Nachbarn daneben machen eine Linie und so weiter und so fort. Und jeder verkauft das. Wer kauft denn das? Wenn jeder anfängt auf einmal irgendwelchen Kram zu verkaufen, wer soll das kaufen? Weil das, der Markt ist doch irgendwann auch fix und alle. Also, ne, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber irgendwann ist doch der Markt komplett übersättigt. Warum sage ich denn überhaupt Schrott dazu? Darf ich das immer sagen? Ja, darf ich. Aber was meint sie denn jetzt? Was meint sie denn? Was sollen wir denn jetzt verscherbeln? So viel moralische, manipulative Vorarbeit, die sie da leistet. Worum geht's denn? Wusstest du, dass es vielleicht 4-5 Jahre harte Arbeit ist und was du danach noch hast an Leben, was geil ist, lohnt sich das? Wenn du 4 Jahre richtig geil hart studierst und richtig dranbleibst und dann hast du danach auch ein richtig geiles Leben. Alter. Und musst nicht deine Seele verkaufen für 3,50 €, Frau Wünsche. Es ist
machbar. Es ist machbar mit Affiliate-Marketing, es ist machbar als Influencerin, es ist machbar auch als... Es ist machbar, wenn du eine riesen Reichweite hast, so eine kleine Reichweite wie ich, freut sich über jeden Euro bei einem Affiliate-Marketing. Und deswegen sage ich ja immer, wenn du was haben möchtest, guck mal in meine Affiliate-Links rein, ob da was ist, weil ich mir damit meine Technik verdiene. Das heißt, was du gerade siehst, zum Beispiel von dem Mikrofon, der Ständer, das ist über Affiliate finanziert an sich. Aber da ich keine riesen Reichweite habe, dauert das alles. Ich hätte zum Beispiel auch ganz gern einen neuen Computer, also einen großen. Ich arbeite mit einem Laptop, mit einem 6 Jahre alten, nee, Quatsch, 2019 gekauften Laptop. Ich arbeite hier mit dem iPad, ich arbeite mit dem Mikro. Ich arbeite mit einem Ringlicht, das total kaputt ist, was im Vordergrund steht, mit einem Licht, mit einem ollen Vorhang, damit du mein Bett nicht siehst. So, das funktioniert nur, also ihre Sache funktioniert nur, wenn du schon eine große Reichweite hast. Wenn du so eine kleine Reichweite hast wie ich, ich bräuchte zum Beispiel unbedingt einen neuen Stuhl, auf dem ich sitzen kann. Wie du siehst, ich rutsche hier rum wie nichts Gutes. Mein Stuhl ist geil, aber nur für Make-up, wenn ich mich in gewisse Positionen setze. Ich bräuchte theoretisch einen richtigen Streaming-Stuhl, habe aber die Reichweite nicht, um mir das mit meinen Affiliate-Links zu verdienen. Und das möchte ich dir ehrlich einmal mitteilen. Hast du eine richtig große Reichweite auf Social Media, auf YouTube, auf was auch immer, dann ist das vielleicht machbar von dem, was sie redet. Also sowas wie meinen, mit meinen Shopping-Links zum Beispiel. Aber nicht, wenn du eine kleine Reichweite hast. Aber lassen wir Yvonne mal weiterreden. Als OF, es ist machbar. mit einem Online-Shop, es ist machbar mit YouTube, mit TikTok, was auch immer deine Leidenschaft ist. Überall ist das Gleiche. Genau, also Werbinfluencer, Werbmodel, Werb-TikToker, YouTuber und mach Affiliate-Marketing, damit wirst du reich. Nicht. Oh, Junge, 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 Junge. Täglich aktiv sein, auch wenn du krank bist, auch wenn es dir mal nicht so gut geht. Du musst etwas tun. Du musst Prioritäten setzen. Warte mal, ich dachte, dass... Das ist wieder der Punkt. Während meines technischen Fehlers hatte ich schon den Punkt. Hatte sie denn nicht eben gerade gesagt, ich muss mich nicht krank... beziehungsweise ich muss... Nein, sie macht sich Sorgen um uns, wenn wir uns krank schreiben lassen müssen, weil wir mal gerade nicht zur Arbeit gehen wollen. Sagt sie jetzt nicht gerade theoretisch, ja, du musst weiter hustlen, wenn du krank bist? Das muss man alles gar nicht. Denn das ist ja alles, du bist ja alles so happy und das ist ja alles so happy und Schule und Studium überbewertet. Da musstest du es nicht. Aber bei Affiliate Marketing, da musst du das. Der musst du dranbleiben, hart und durchbeißen und durchkämpfen. Aber Ausbildung und Studium, nee, da sollst du dich nicht durchkämpfen. Das ist da überbewertet. Danke, Yvonne und ich, wir sind definitiv auf einer Linie. Dafür im Alltag irgendetwas runterschrauben, du musst dir die Zeit suchen. Es ist genau wie mit dem Sport. Es kommt nicht einfach so, wenn du nichts tust. Du wirst keinen heißen, straffen Körper haben, wenn du nichts tust. Du musst. Ja, das zeigt uns Anne Wünsche eindeutig, oder? Und die Zeit dafür finden. Und wir sagen immer alle so: Oh, ich habe aber keine. Doch, haben wir. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Es ist nur nicht unsere Priorität in dem Moment. Denn andere Sachen sind für uns gerade wichtiger, die wir dann einfach vorziehen. Hä? Okay, okay, okay. Also, ich habe Zeit. Mhm. Also, wie gesagt, ich helfe meinen Eltern, die krank sind, als Beispiel. Und im Moment sind beide recht fit. Und ich kann die Zeit nutzen, um das hier zu machen. Als Fun Fact, für mich nächste Woche beginnt aber eine andere Zeit. Denn eins meiner Familienmitglieder muss ins Krankenhaus und danach bin ich hier quasi das Familienoberhaupt. Das heißt, es gibt Haushalt, es gibt Einkaufen, es gibt sich darum kümmern, dass der Rest der Familie bespaßt wird. Und dann gibt es YouTube, das ich noch schneiden muss, das ich bearbeiten muss, das ich filmen muss. Also versuche auch mit meinen Affiliate-Links dann Geld zu machen, damit auch ich meine Rechnungen bezahlen kann. So. Ich nehme mir meine Zeit, sobald ich weiß, dass ich diese Zeit wieder habe.
Das heißt, mein Familienmitglied zum Beispiel weiß, dass ich nicht in ein Krankenhaus gehen kann, weil ich ein Trauma habe, was absolut in Ordnung ist und ich keine Krankenhäuser betrete. Weiß die Person. Das heißt also, wenn Ruhe ist, weil irgendjemand schläft, auch das Schlimme ist, hier wird auch gerade noch jemand krank, also wenn irgendjemand schläft, wenn zu der Person gefahren wird zum Besuchen, wenn andere Sachen erledigt sind, nehme ich mir kurz die Zeit, um meine Sachen zu erledigen. Das heißt aber auch, dass ich vielleicht mit dem Rest meiner Familie zusammensitze, während alle genüsslich ihren Kaffee trinken, habe ich meinen Laptop auf dem Schoß und arbeite. Ja, Anne, es ist nice, dass du mit dieser Reichweite dir das erlauben kannst und ich finde es gut, dass du das machen kannst. Herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Und es soll auch nicht neidisch klingen, aber ich mit meiner kleinen Reichweite arbeite jede Minute daran, meinen Arsch auf, um von jemandem wie dir zu hören, dass ich theoretisch alles schaffen kann, indem ich hier nur diese Affiliate nutzen muss. Und ich habe keine große Reichweite. Wie gesagt, es würde nicht mal damit funktionieren. Und nein, meine Klamotten bleiben an. Wir haben so viel Zeit, die wir falsch nutzen. Mhm. Alleine, dass wir manchmal einfach nur am Handy sitzen, uns irgendwelche Storys angucken, TikTok-Videos angucken. Ja, deswegen habe ich ihre Story übrigens nicht gesehen, weil ich meine Priorität nur anders hingesetzt habe. Reels von irgendwelchen Leuten, Filme, Bücher. Warte mal, Filme, Bücher? Das ist alles die falsche Priorität? Oh, geil. Also das heißt, der Moment, in dem ich mich entspanne, weil mein scheiß Tag war, ist schlimm? Boah, ey. Ich wusste, ich habe ein bisschen Kaiser geguckt, ich habe ein bisschen was von Alpha Kevin geguckt, über das Thema noch und was dann noch so passiert ist, nachdem sie kritisiert haben. Und habe alles erwartet, aber das nicht. Das macht mich stinkwütend. Danke. Kein Mehrwert bieten, also irgendwelche Geschichten, Stories oder sowas, keine Lehrbücher. Wir haben die Zeit. Ah, Lehrbücher? Lehrbücher? Was? Lehrbücher? Sollst du jetzt doch lesen? Aber bloß nicht zu früh eine Ausbildung oder ein Studium anfangen, weil wir wissen ja noch nicht, was wir machen wollen. Wir nutzen sie halt nur für andere Sachen, weil uns das in dem Moment wichtiger ist. Aber wäre uns Sport so wichtig oder ein beruflicher Erfolg, dann könnten wir das eintauschen. Für ein besseres Leben, für eine bessere Zukunft. Es ist wie angeschossen werden, ja, sich das anzugucken. Aua. So, und dann... Es ist so ein, das ist wortwörtlich. Also man vergleicht das ja mal mit so einem Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Ich bin auch sowas von verwirrt gerade. Erst nein, bloß nicht arbeiten, bloß nicht für den Erfolg 5 Minuten machen. Und auf einmal, ja, du nutzt deine Zeit falsch. Was denn nun? Dann bin ich mal auf ihr MINA-Programm gegangen und habe mir auch mal ihre Online-Shops angeguckt. Oh Gott. Was für tolle Produkte wir denn im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein war es noch, was wir da so an Flyer auslegen sollen. Habt ihr da vielleicht Lust, diesen Flyer hier auszulegen? Oh ja, lass mal rumraten. Wollen wir die Flyer auslegen? Ja oder nein? Die Tittentasse? Nein. Ja? Habt ihr Lust? Nein. Hm? Doch, für den Kindergarten super. Ist ja rosa, oder? Richtig. Nee, ist zu viel des Guten? Ah, okay. Dann legen wir doch die Pimmeltasse aus, oder? Als Flyer. Erstmal einen fetten Pimmel, oder? Als Tasse. Kann man doch. Das ist doch super. Ist doch super im Kindergarten. Kommt gut. Einfach an den Mann zu bringen, oder? Hm? Nein? Wirklich nicht? Doch, ich habe mir auch schon eine geholt. Ich habe mir hier heute bei Starbucks, habe ich mir einen Pimmel Starbucks geholt und hab mir auch gedacht, so, das ist so eine gute Idee, dass ich mir so eine weiße Tasse hier geholt habe und dachte so, ach komm, malte einfach mal, wie sieht das hier aus? Malte einfach hier mal so 2 Eier hin, so, malte den Dödel hin, oben die Kuppe, zack, da ist die Spitze, machst du noch 3 Haare an den Sack und schreibst du Pimmel hin. So, oder?
Ich würde gerne wissen, wie Yvonnes Mann auf diese Tasse reagiert hat. Das ist doch super. Das nehmen wir doch mit rein. Und ich denke, das ist ein super Produkt, um das zu verscherbeln. Die 20 Provisionen will ich davon unbedingt haben, von 14,90 Euro. Und bringe das erstmal in der Kita an, in der Schule, im Sportverein. In der Firma deines Mannes oder wo auch immer. Eltern könnten auch noch eine Pimmeltasse vertragen, besonders meine Oma. Och, ist doch schön, oder? Aber wenn das zu viel für dich ist, hat Anne Wünsche auch noch im Programm. Und zwar den Off-Wein oder mit einem Mittelfinger drauf. Im Kindergarten Wein? Lässt sich die Sache besser ertragen? Oder das können wir auch mal der Tante Gertrud zum 30. schenken oder zum 40. Was ist das denn? Aber wenn auch einem das zu viel ist, dann geht natürlich auch noch ein Pimmel Wein, wie wir hier den sehen. Oh, schön, oder? Und den habe ich mir halt auch direkt bestellt, den Pimmelwein. Bei mir ist der ganze Pimmelwein, sieht man das auch noch schön mit Glitzer drumherum. Dann hätte ich ihn gekauft. Mit Glitzer geht alles. Denn Anne Wünsche schreibt ja, knallt härter als das Leben. Und das können wir dann den Opa Heinrich schenken oder zum 60. Oder am besten schenken wir die Pimmeltasse und die Tittentasse denn doch zur goldenen Hochzeit. Oh, oder den beiden. Ach Mensch, wow. Mensch, die Freude wird riesig. Wahnsinn. Und wenn man denkt so, ach nee, das können wir eigentlich nicht so in den Kindergarten einbringen, dann hat Anne Wünsche aber was speziell für den Kindergarten, und zwar die Einhorn-Power-Tasse oder den tollen Erdbeersahnetee für 12,50 oder... Weiß nicht. Es ist auf jeden Fall kindergerechter. Aber ich weiß nicht. Wäre jetzt nicht so mein Fall. Nee, dann lieber ein Pummel-Einhorn. Wenn du möchtest, gibt es halt auch noch die Einhorn-Magic-Merch-Flaschen. All das, was du im EK für 99 Cent bei Action bekommst, verscherbelt Anne Wünsche hier für 1000% Aufschlag. Kein Problem, aber du bekommst ja 20% davon. Das ist total einfach. Das sind alles so innovative Produkte, dass die sich ganz einfach an Mann und Frau und an Kind verscherbeln lassen. Das ist das Affiliate-Marketing, worauf wir alle gewartet haben, denn damit werden wir reich. Jawohl, natürlich. Ja! Und wie Anne Wünsche aber sagt, das kommt nicht von heute auf morgen. Du musst dranbleiben. Es kann 4-5 Jahre dauern. Oder? Oder wie sagt sie das, um uns zu manipulieren und animieren, ihre Scheiße zu verscherbeln? Erfolg kommt nicht über Nacht. Die meisten glauben, dass sie heute einen Samen pflanzen und wenn sie morgen das nächste Mal in den Garten gehen, steht auf einmal ein riesen Apfelbaum. Das wird nicht funktionieren. Der braucht Jahre, bis er so groß ist, dass du da Äpfel ernten kannst. Nein, der kommt nicht von heute auf morgen. Also ich kann jetzt keinen Apfel ernten, wenn ich da draußen ein Pektin hinzimmer bei mir oder hier meine Pflanze geht. Nee, geht nicht von heute auf morgen. Nein, ist nicht wahr. Ah, okay. Gehst du morgens gerne zur Arbeit? Stehst du montags gerne auf und ab? Jetzt wird's Deep Talk. Jetzt geht's richtig rein. Jetzt geht's ganz tief in deine Seele. Das mir hat's schon komplett die Sprache verschlagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wieso habe ich gerade bei dem Apfelbaum an die Amis gedacht, da gibt's einen TikTok Da erzählt eine Amerikanerin, dass sie bis vor kurzem nicht wusste, dass sie von ihrem Zitronenbaum die Früchte pflücken kann oder sollte. Und daran musste ich gerade denken. Arbeitest du manchmal auch einfach gerne länger, als du eigentlich müsstest, ohne... Ja. Ich schon. Auf die Stunden zu achten, bei mir ist das der Fall. Und egal, wovon wir jetzt hier sprechen, von meinen ganzen Projekten, ich mache sie alle liebend gerne. Wie sieht es bei dir aus? Bist du glücklich mit dem, was du tust? Ja. Ja und ja. Warum sagt er, was ist denn das für eine komische, für ein Dings? Und ich glaube, das war das TikTok, was ich bei, ich glaube, Alpha Kevin war das gesehen habe. Da ist sie dann nicht auf die Kritik eingegangen. Sie hat einfach nur ihre Projekte aufgezählt, die sie gerne macht. Und das ist doch schön. Mach deine Projekte so gerne. Lieb sie. Mach sie mit Vorsorge. Steck das Geld da rein. Das ist wundervoll. Tu es bitte. Aber antworte doch auf die Kritik. Zu
100%? Bist du 100% glücklich? Hä? Nein? Dann verscherbe meine Titten- und Pimmeltaste für 20% Provision. Mich interessiert es nicht, was andere Leute über mich denken. Mich interessiert es schon so, so lange nicht mehr. Doch, scheinbar schon. Weil sonst würdest du nicht darauf eingehen. Weil es mein Leben ist. Das, was die Menschen hier kommentieren, ich kenne diese Menschen nicht. Ich beeinflusse nicht deren Leben. Sie beeinflussen nicht mein Leben. Ich muss nur auf mich schauen, auf mein Leben, auf das Leben meiner Kinder und muss einfach versuchen, das Beste daraus zu holen. Na, das Leben ist auf das Leben deiner Kinder hast du geschissen, mein Fräulein. Ne? Du hast ja gesagt, wenn deine Kinder Probleme damit haben, dass du dich ausziehst für Geld, hast du gesagt, machst du es trotzdem, oder? Mhm. Wir erinnern uns, hi ho, gerne zurück. Also, hat sie gesagt. Ist vorher im Video aufgetaucht. Was bringt es mir denn, wenn ich ein Leben lebe, was andere sich für mich wünschen, ich aber selber mich gar nicht darin so wohlfühle? Und irgendwann kommt dann der Zeitraum, wo du darüber nachdenkst, weil dein Leben fast vorbei ist und du fragst dich, für wen habe ich das jetzt eigentlich gelebt? Für Anne Wünsches Tittentasse. Niemand auf diesem Planeten wird jetzt geht's richtig deep. Jetzt geht's in die Emotionen, weil bekanntlich lässt sich etwas einfacher verscherbeln, wenn wir die Emotionen des Käufers, des potenziellen Käufers ansprechen. Das ist das kleine 1x1 im Marketing, ja? Aha. Aber was hat sie denn zu sagen hier? Und das ist übrigens ja alles von dieser Seite mina.programm, ja? Schön, ne? Da so, und damit wir auch alle die Kacke an den Mann bringen wollen. Mal zu dir kommen. Und das, was du gerne haben möchtest, auf einem goldenen Serviertablett auf deinen Schoß bis zum Sofa bringen. Niemand, das wird nicht passieren. Du musst schon selber aufstehen, du musst diese Schritte selber gehen, du musst rausgehen und es dir... Nein, du musst die Schritte selber gehen, weil niemand dir das goldene Dings auf dem Tablett und all das, das ist nicht wahr. Hat sie das nicht eben noch am Anfang des Videos versprochen? Nee. Das ist nicht wahr. Also, Schule, Studium überbewertet, aber du sollst dranbleiben, weil es kommt nicht von heute auf morgen. Aber was denn? Wo dran denn bleiben, Anne? Holen, was du verdient hast, aber du musst es selber tun. Und zwar nämlich daran, wie wir jetzt hier auf dieser Seite sehen können, wir spielen das mal hier ab, das ist das Mina-Partner-Programm von Anne Wünsche. Diese ganzen Reels, Erfolg, traut mich, dein Partner-Programm, hast du Lust, Geld zu verdienen? Und all das ist auf ihrer Seite zu finden. Sie hatte bis zu einem gewissen Zeitpunkt, hat sie am Anfang 15% Provision angeboten auf ihrer Seite, das könnt ihr nachlesen. Mittlerweile sind es 20%. Ihr könnt, wie wir es am Anfang gesehen haben, 20% Umsatz machen mit dieser Scheiße. Also, komm, ein Reel bringen wir noch zum Abschluss, oder? Das ist alles so gefährlich. Eins, was so richtig deep sein soll, oder? Ja, komm, das bringen wir noch. Ja, hau raus. Ich will berührt werden. Noch, Freunde, das geben wir uns noch. Also, fülle jeden Tag diesen Block aus und du wirst glücklicher werden. Hör mal, da brennt doch so dermaßen der Helm, oder? Also Tagebuch schreiben? Nichts gegen Tagebuch schreiben. Aber das hilft dir vielleicht mehr zu reflektieren, was du getan hast und so, als so ein Block. Und übrigens, also Fun Fact, das kannst du dir auch selber basteln auf Canva. Es gibt Vorlagen dafür. Brennt doch so. Danke in dem Fall an die Designer von Canva, weil die machen einen sehr, sehr guten Job. Einen normalen Job. Dermaßen der Helm, Freunde. So, Freunde, Retalk. Anne Wünsches Programm ist ausschließlich Scam, meiner Meinung nach. Das heißt, nach dieser ganzen Kritik, ganz Social Media hat sie gegen sich aufgebracht, mit berechtigter Kritik. Sie wurde nicht beleidigt, sie wurde nicht geschämt, sie wurde gar nichts. Sie wurde darauf hingewiesen, dass zwei Punkte extrem gefährlich, unangebracht und unangenehm sind und auch moralisch komplett verwerflich sind. Und das ist, dass sie einmal verheimlicht, dass sie mit dem Multilevel-Marketing auf 4Based Kohle auf euren Nacken macht und dass sie euch animiert, auch durch das plakative Bewerben von OF und 4Based mit dem Hintergrund, ich habe das und das verdient, sich für Geld auszuziehen, auch wenn es indirekt war. Diese beiden... Aber es beeindruckt halt, also dieses Indirekte ist ja eben, dass wenn du
keine Ahnung, du bist jung, du möchtest was verdienen, du möchtest dir Urlaub gönnen und so weiter und so fort. Du hast so ein Ziel, du möchtest vielleicht mal nach New York, als Beispiel. Und dann siehst du, dass mit dem und dem Programm, also das, was Yvonne gerade aufgezählt hat, mit einem der beiden Programme, dass du ja so viel Geld machen kannst. Ja, wer davon im jungen Alter, also es gibt natürlich auch Leute in meinem Alter und noch ältere Leute, die genauso drauf reinfallen. Ich zum Beispiel kontrolliere alles, was an Apps ist oder so weiter, wenn meine Eltern irgendwelche Links geschickt bekommen. Ich kontrolliere das, was ist das für eine Geschichte und so weiter. Weil halt auch da viel Scam ist und ich mich damit besser auskenne als meine Eltern, die älter sind, die natürlich zwangsläufig älter sind als ich, logisch, sonst wären sie nicht meine Eltern. Aber da habe ich einen Blick drauf. Genauso sehr hätten meine Eltern aber einen Blick drauf, wenn sie in meinem Alter wären und ich ihre Tochter in jungem Alter wäre. Das ist ein Geben und ein Nehmen, so als Beispiel. Und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber Yvonne sagt, das ist Scam. Ich persönlich möchte meine Meinung da mal eben raushalten, weil ich die Seite nicht kenne. Aber ich möchte, dass wenn du siehst, dass jemand so und so viel mit irgendwas verdient, also wenn jemand zeigt, ey, ich habe 40.000 mit UF verdient in einem Monat, bitte bedenke immer, was du dafür tun musst. Du verkaufst dafür wortwörtlich deine Seele. Alles, was im Internet ist, bleibt im Internet. Auch Lucky-Fotos. Punkte. Diese heftigen Kritikpunkte, zu Recht kritisierbaren Punkte, ich sehe nicht drauf eingegangen. Man hätte ja denken können, vielleicht rudert sie zumindest ein bisschen zurück. Nee, die macht jetzt noch viel mehr Scam. Die haut jetzt richtig mit den Reels rein. Das müsst ihr mal schauen, was die da jeden Tag in den Storys für... Aber ich darf das doch gar nicht gucken, Yvonne. Dann verplempere ich doch meine Zeit. Das weißt du doch. Man soll doch keine Reels gucken. Keine Reels, keine Storys, nichts, gar nichts. Dass sie sich ins eigene Bein schießt, weiß sie aber hoffentlich auch, ne? Also wenn keiner mehr Reels, Stories und so weiter macht, sondern jeder an seinem Business arbeitet. Aber okay, ich habe nichts gesagt. Ich bin hier unschuldig. Ich habe nichts gesagt. Für eine Scheiße von sich gibt, um euch jetzt auch, Achtung, Schule, Studium, Ausbildung völlig überbewertet, Affiliate-Marketing ist der für die Zukunft. Meldet euch bei Mine.Programm oder Mina.Programm einfach an und verkauft eine Pimmeltasse oder einen Pimmelglitzerwein. Im Kindergarten, in der Schule, egal wo. Im Sportverein und im Büro deines Mannes. Das ist die Zukunft. Damit will Anne Wünsche euch einer Familie auch mal Urlaub gönnen, die sich Geld zur Seite legen können. Ach Mensch, für diese innovativen Produkte lohnt es sich definitiv 4-5 Jahre, Zitat Anne Wünsche, dran zu bleiben, meine Damen und Herren. Also ich denke, wenn das nicht pathologischer Scam ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich kann das Ganze nur noch mit so einem sarkastischen Unterton machen, weil dann geht einem die Hutschnur wirklich hoch, ja? Mhm. Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten. Ich danke alle YouTuber und Streamer, die mitgeholfen haben, das Thema groß zu machen. Denn damit, und wenn wir nur ein Mädchen davor warnen können, OF oder Forbase nicht zu tun und damit ihr Leben in eine richtige Bahn lenken, wenn es nur ein Mädchen gewesen ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Und das war mein ganzes Ziel. Ein Mensch ist besser als kein Mensch. Freunde, macht eine Ausbildung, studiert was, geht auf Praktikas, wenn ihr noch nicht wisst, was euch interessiert. Informiert euch, macht vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr, aber kommt mir nicht zu Mama nach Hause mit, Mami, ich mache jetzt Affiliate-Marketing mit der Pimmel- und Tittentasse von Anne Wünsche. Dann reiße ich euch als Mama den Arsch auf. Ich hoffe, wir haben uns hier verstanden. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen, das motiviert uns und hält uns bei Laune. Und natürlich bitte ein Pimmel in die Kommentare für den Algorithmus. Vielen Dank dafür. Ich habe euch lieb, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Den sogenannten Schnädel kriegt sie gleich sowas von in die Kommentare. Ja. Ich hoffe, dass wenn du jünger bist, du nicht gerade weißt, was du mit deinem Leben anstellen sollst, du jetzt weißt, was du wirklich nicht mit deinem Leben anstellen sollst. Bitte, bitte lass das. Es gibt so viele schöne Sachen, die du machen kannst. Fang eine Ausbildung an. Mach zum Beispiel nebenbei Social Media, wenn du das möchtest. Wenn du irgendein Talent hast, wo du sagst, ey, ich kann geil zeichnen, keine Ahnung, ich kann Autos bauen, was auch immer, dann mach es nebenbei. Mach es abends, wenn du Bock dazu hast oder wenn du frei hast.
aber mach bitte erstmal eine Ausbildung, ein Studium oder was auch immer, freies soziales Jahr, genau auf das kam ich nicht, auf Praktikas kannst du auch machen, um herauszufinden, was du machen möchtest. Du kannst so viel anstellen damit. Und diese komische Tassen, Bücher, Krams, also diese Tasche, diese Blöcke da. Ich weiß nicht. Bitte lass das einfach. Ich würde niemals dir so ein sowas andrehen, wenn ich nicht wüsste, dass es irgendwie High Class, was auch immer ist. Ich habe zum Beispiel relativ lang gesagt, okay, ich würde keine Beauty-Linie rausbringen. Dann habe ich gesagt, ja, ich würde es machen. Mittlerweile weiß ich, ich würde gerne mit einer ganz gewissen Firma zusammenarbeiten wollen, wenn es um Hautpflege geht. Ist eine polnische Marke, möchte ich jetzt aber auch nicht drüber thematisieren. Wenn man sich das wirklich überlegt, was man machen möchte an Merchandise, ist das auch gar nicht zu verwerfen. Ich liebe auch Leute, die richtig gute Qualität an Merchandise machen für ihre Fans. Oder generell eine Modelinie machen oder sowas. Das wollen wir alles nicht verteufeln. Aber das wird dann über eine vernünftige Website gemacht, nicht über Affiliate-Links, Stinks, Bums. Und ich möchte doch einfach nur nicht, dass eine Frau im Internet sagt, ey, zieh dich übrigens aus, dann kriegst du eine Menge Geld. Finde ich bedenklich. Also liebe Anne, falls du, nein, ich glaube nicht, dass du dieses Video jemals sehen würdest, aber mein Appell an Anne, es wäre ein Traum, wenn du eben nicht deine sehr junge Community damit reinziehen würdest. Es ist okay, wenn du das machen möchtest. Das ist völlig in Ordnung. Go for it. Pell dich aus, gönn's den Herrn, weiß auch immer, mach es. Aber bitte, 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 pass auf, dass Leute eben nicht da reinrutschen, wenn sie es nicht wirklich wollen. Weil ich jetzt sage, ey, hier, ich ziehe das Ding aus, ich habe einen Tanktop drunter. Also hier ist noch, ne? Ich stehe auch manchmal in meinen, ich muss das ganz kurz sagen, ich muss das einmal ganz kurz betonen, ich stehe manchmal in Reels auch bis hier da und ich trage trotzdem einen Top, was halt bis hier ist. Aber das ist ein Bodypaint und da brauche ich Platz, wie, so viel wie es geht. Und es ist mir teilweise dann auch schon zu nackt, aber ich ziehe es durch und sage, okay, gut. Und ich weiß auch, was für Typen ich damit anziehe. Ja, natürlich, die gucken nicht auf die Kunst, die gucken, kann ich dabei sehen, wie die Geier? Nee, kannst du nicht, weil das weiß ich zu vermeiden. Und ich trage einen Top. Ich würde mich niemals fürs Internet ausziehen. Das ist absolut das Letzte, was ich empfehlen würde. Alles bleibt im Netz. So, das ist meine Appell an dich. Bitte, 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 mach eine Ausbildung, wie gesagt. Ausbildung, Studium oder was auch immer, was Yvonne aufgezählt hat. Ich danke Yvonne Muhlen für dieses sehr, sehr gute Video, für diese mega tolle Zusammenfassung. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal rausfinden, was denn die Kinder dazu sagen von Anne Wünsche. Bestimmt nicht so ganz fein. In dem Sinne, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Hab einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und danke für die Likes, Kommentare und den Rest. Bis bald. Ciao.